Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir den Longshot bekommen in Majora's Mask. Richtig nice. Ich bin echt froh, dass wir das Item jetzt endlich bekommen haben. Damit können wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen was machen. Alternativ in Majora's Mask haben wir auch immer noch was zu tun. Wir machen jetzt aber erstmal hier das Tor zur Wüste auf. Bedeutet nämlich für uns, wir können erstmal hier rüber zur Wüste und können bei dem einen Typen einkaufen und können eine Schatzkiste bekommen sowie eine Skulltie erhalten. Das sind schon mal drei mögliche Items. Das ist, glaube ich, ganz nice. So, schauen wir mal. Oh Gott. Das war super. Nice. Alternativ haben wir auch noch am Eiersee, glaube ich, jetzt die Möglichkeit, eine Skulltie zu bekommen mit dem Longshot, nämlich den oben auf dem Baumstumpf drauf. Das müsste auch funktionieren. Wir müssen jetzt nur mal gucken, weil hier geht es ja zu dem Händler. Ich weiß nur nicht, ob wir ohne die Stiefel zu dem hinkommen. Das weiß ich nicht. Ich glaube nämlich nicht. Doch, ganz knapp. Geil. Okay, hast du was zu verkaufen? Ah, es sind wirklich nur Krabbelminen. Shit. Ich dachte, er ist gerandomized. Hätte ja sein können, ne? Hätte ja alles sein können. Wusste ja keiner. Okay, gut. Dann laufen wir mal von Flacke zu Flacke. Waren jetzt halt sinnlose 200 Rubine, leider. Naja. Da muss ich wohl offscreen irgendwann nochmal farmen gehen. So, dann zu der. Und jetzt kommen wir ja noch an diesen Ort. Genau. Und unten haben wir jetzt nochmal die Möglichkeit, eine Schatzkiste und eine Skulltie abzuräumen. Ah, leider nur ein Skulltie-Symbol. Die 51. So, und hier gibt es nochmal eine Schatzkiste. Mit etwas Glück ist hier aber auch was drin. Mit etwas Glück. Komm schon. Drückt mir die Daumen, Leute. Da muss was Gutes sein. Ah, ein Herzteil. Okay. Ein Herzteil. Für Majora's Mask. Okay. Alles klar. Nee, leider kein großes Glück gehabt, sag ich mal. Aber Longshot. Können wir was machen mit. Also mein Plan ist jetzt, ich gehe jetzt einmal noch zum Haiasee. Ich verlaufe mich jetzt mal ganz kurz in der Wüste, damit ich wieder beim Anfang rauskomme. Denn das war jetzt auch schon alles, was wir in der Wüste machen können. Direkt, leider. Und jetzt springen wir in den Fluss zum Haiasee. Holen uns da noch eine Skulltie. Dann geht's in den Wassertempel. Und dann gucken wir mal, wie weit wir im Wassertempel kommen. Ich bin gespannt. Im Wassertempel, die Musik, die war auch schön entspannt. Das heißt, kein Stress auf jeden Fall. So. Frage ist, was können wir alles im Wassertempel machen? Das ist halt wirklich die Sache. Wir können direkt, glaube ich, den Boss klatschen. Ich glaube, das müsste möglich sein. Das würde ich auch als erstes einfach machen. Dann haben wir den Wassertempel fertig. Ich denke, das ist nice. Wenn der Wassertempel durch ist, dann steigt auch das Wasser wieder. Dann können wir uns auch das Item von dem Feuerfall holen. Was ja auch ein random Item ist. Also haben wir schon zwei. Ich kann ja einfach damit fliegen, oder? Ich glaube, der fliegt darüber. Ich hoffe es einfach mal. Sieht gut aus. So, und jetzt ziehen wir uns einmal da hoch. Nice. Und da oben ist nämlich eine Skulltie und die hat hoffentlich ein richtig krasses Item. Was?
Alles klar. Natürlich. Was war das denn? Junge, ich habe doch voll auf die Skuldi gezielt. Jetzt. Oh, eine Magie-Potion. Mann! Braucht doch keiner. Okay. Ab in Wassertempel, Leute. Wir machen jetzt erstmal den Boss. Ah. Aquamöbis, Wasser, Dings, Pups. Ah ne, kann ja gerandomized sein, ne? Stimmt, dann haben wir hier was anderes drin vielleicht. Ich bin gespannt. Es kann ja einfach alles sein, ne? Es kann ja einfach alles sein, was hier drin ist. Aber wenigstens, wir können wirklich direkt zum Boss. Boss-Key haben wir, 3 Schlüssel haben wir auch. Wir können hier ein bisschen was machen. Ich hoffe, wir kriegen hier vielleicht irgendein Item zusammen. Ein schönes. Wäre, glaube ich, ganz nice. So, haben wir hier noch irgendwas? Ne, wir müssen hier ganz komisch hochlatschen. Das verstehe ich immer an diesem Level-Design nicht. Oh, na klar. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Perfekt. Okay, rein da. Was ist für ein Boss? Schattentempel. Okay, Schattentempel kriegen wir hin. Pfeile. Auge der Wahrheit. Ah, der ist eklig ohne Kleidstiefel, ne? Das stimmt. Egal, kriegen wir trotzdem hin. Das kriegen wir trotzdem hin. Let's go. Schattentempel-Boss. Die Frage ist, wenn ich jetzt den Boss besiege, dann habe ich Monkey Island. Dann kriege ich auch den Wassertempel gar nicht los, oder? Aber. Scheiße! Mann, wie schlecht! Okay, und noch eine Runde. Wow, wie viel der aushält, ne? Wenn du kein Picoron-Schwert hast. Aber ich mache auch viel Scheiße gerade, wenn wir ehrlich sind. Okay. Da haben wir ihn doch schon. Nee, dann wird der Wassertempel jetzt gar nicht... Jetzt kommen wir auch beim Friedhof wieder raus, oder? Ich glaube schon. Nee. Das war doof. Hätte ich das gewusst, hätte ich auch erst den Wassertempel gemacht. Ich hatte ja irgendwie mit was anderem gehofft. Oder kommen wir woanders raus? Ich weiß es halt nicht. Aber wir kriegen jetzt 2 random Items. Ah nee, ich krieg einen Medaillon. Ein Rupor. Ich krieg einen Rupor. Das gibt's doch nicht. Ist das random, das Item? Nö. Schattenmedaille. Direkt einfach die Schattenmedaille. So, zack. Was ist das? Hä? Und ein Skulti-Symbol. Hä, was ist das? Shit, das Ding respawnt. Ach, damit kann ich den Wasserstand hoch und runter machen. Hä? Wie lustig. Okay, dann hat das ja doch geklappt. Okay, dann kriegen wir doch jetzt nur ein Skuldi-Symbol. Schade. Damit kann man den Wasserstand hoch und runter machen. Was hat das für einen Sinn? Ich meine, ist lustig, aber warum?
Aber cool, dass wir nicht in Kakariko gespawnt sind. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir machen jetzt direkt weiter. Wassertempel, oder? Wir gucken mal, was wir machen können. Fangen einfach unten mal an. Und gucken, was geht. I guess. Ich meine, den Longshot Hammer. Wir haben 3 Schlüssel. Ein bisschen was könnte man machen. Wir können halt nur keinen Wasserstand verändern. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ein bisschen problematisch sein könnte. Aber ansonsten... Ansonsten geht da vielleicht was. Müssen wir mal gucken. Okay, also hier können wir schon mal nicht in die Tür rein. Drüben hat man schon alles gemacht. Hat man schon unser Item geholt. Okay, hier können wir auch nicht weitermachen, weil wir bräuchten mal eine Bombe. Ja, hier waren wir, wie gesagt, schon drinne. Da geht's auch nicht, aber hier können wir vielleicht was machen. Mal gucken. Denn dafür braucht man, glaube ich, den Longshot. Dann kommt man nämlich da drüben rein. Kostet aber auch einen Schlüssel. Ich hoffe, es lohnt sich. Zack. Ich fläts die mal kurz weg. Da hinten gibt es, glaube ich, auch eine Skulti, oder? Ja. Okay. Wie mache ich das am besten? Vergesse ich mach so. Ja, okay. Das war gut. Nice. Okay. Sehr schön. So, jetzt sind wir in diesem Raum. Da muss ich, glaube ich, alle töten, oder? Muss ich hier alle töten? Okay, die kommen automatisch hoch. Das ist aber nicht schlecht. Dann muss ich nicht so viel machen. Ba-ba-ba-ba-ba. So, warte mal. Ich muss hier drüben auch noch eine Wand sprengen. Da-da. So, dann schieben wir den Stein durch und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ja, ich finde die Musik angenehm. Oder was sagt ihr? Das ist doch wunderschön, diese Musik. Okay, den Boss haben wir geklatscht. Was machen wir jetzt, Leute? Wir hoffen jetzt einfach, dass im Wassertempel irgendein Item auf uns wartet, das uns weiterbringt. Ansonsten müssen wir wieder in Majora's Mask rein. Denn dann gehe ich wirklich in Majora's Mask als nächstes in die Gerudo-Festung. Und da können wir, denke ich mal, noch ein paar Items holen. Aber das ist halt auch alles. Mehr habe ich dann auch nicht mehr im Sinn, im Kopf. Ich hoffe halt wirklich, dass da dann irgendwas ist, was uns weiterhilft. Ansonsten bin ich bald planlos. Bald ist es dann soweit. So, hier war jetzt, glaube ich, auch nicht viel los. Da müssten wir einfach nur rüberjumpen. Deswegen ich... shoote die zwei hier eben mal weg. Dann stören die uns nicht mehr. So. Und dann kommen wir auch schon da raus, wo ich hin wollte. Hier müssen wir nur wegen Steinen mal kurz aufpassen. Und dann können wir hier direkt... drauf losjagen. Erstmal schönes Gut hier einsacken. Komm schon. Ach Mann. Wieder nur 5 Rubines. Ist einfach schrecklich. So. Hier kriegt man jetzt einen Schlüssel. Oh, das kostet auch einen Schlüssel. Ah. Ist das eine gute Idee? Ach komm, egal. Irgendwann müssen wir es eh machen. Okay, war eine gute Idee. Was kriegen wir?
Ja. Den habe ich schon. Verdammt. Das war einfach sinnlos. Dafür habe ich jetzt meinen Schlüssel ausgegeben. Das ist traurig, ne? Dieser ganze Abschnitt hat mich 2 Schlüssel gekostet und war komplett sinnlos. Richtig? Richtig. Ich habe eine Skuldi gefunden, die nichts hatte. Toll. Einfach toll. Da freut man sich doch. So, jetzt ist die Frage. Wir kommen jetzt oben gar nicht mehr viel weiter, ne? Oder? Auf der mittleren Etage müsste es aktuell nichts geben. Ne. Das heißt, wir können wirklich nur ganz oben noch weitermachen. Da haben wir... Obwohl, warte mal, hier unten... Hier unten gibt's... vielleicht was. Müssen wir mal kurz reingucken. Ob man hier irgendwas machen kann. Die Musik ist schön. Okay, das ist... eklig. Aber unter Umständen gibt es hier vielleicht ein Item. Ja, unter Wasser sind die halt gefährlich, ne? Aber man muss ja auch nicht unter Wasser hierher kommen. Das mache ja auch nur ich. Ich trödel. So. Ach, muss man sich hier doch hochziehen? Warte mal. Tatsächlich. Okay, hier gibt es eine Schatzkiste, Leute. Zack. Aber da ist, glaube ich, nichts drin. Zack. Naja, Blue Potion. Kann man machen. Wir kriegen nur Käse hier, Leute. Ich mache nur Scheiße. Okay, haben wir jetzt irgendwo auf den anderen Seiten noch was zu tun? Nee. Das heißt, wir müssen da lang, ne? Ich glaube im Normalfall... Genau, im Normalfall hätten wir jetzt hier auch einen Schlüssel gebraucht. I guess. Aber den hat man schon genommen. Den hat man schon fertig. Und ich bin da nicht weiter nach oben gegangen. Genau. Da kriegen wir dann auch nochmal, oder brauchen wir auch nochmal einen Schlüssel. Unter Umständen haben wir da vielleicht nochmal ein schönes Item. Ich weiß nicht, ob wir bis zu Schattenling kommen. Oder hat der dann nochmal eine Schlüsseltür? Nee, ne? Was ist das? Hubrohr. Nehme ich trotzdem mit. Bullshit, ey. Ich habe aber auch aktuell echt Pech. Ah, okay. Ja. Okay, nice. Und dann... Nein! Was ist das denn? Direkt da hoch. Schlüsseltür. Okay, Schattenlink machen wir auf jeden Fall noch, Leute. Bevor es in die nächste Folge reingeht. Ba-ba-ba-ba. Okay, ich glaube, das war schlecht. Zack, ich stun den mal. Da oben komme ich nicht hin. Ba-ba-ba-ba. Ja, war doof. Ah doch, warte mal. Da komme ich hin. Da ist er lang genug, mein Stängel. Was? Okay, ich glaube, der kann mich nicht erreichen, oder? Der Hüpfer. Sagte er und erreichte mich. Zack. Bam, bam. Ah, coole Musik. So, jetzt kommt ein Raubschleim. Hallo, Raubschleim. Hallo. Aber wir kommen hier durch, das ist schön. So, Schattenlink, Leute. Schattenlink. Ist eklig.
Aber konnte man den nicht auch mit dem Hammer ziemlich gut machen? Wie war denn das? Ging das nicht irgendwie? Mit dem Hammer? Ich probiere mal aus. Bam, bam, bam. Hi. Was geht, Junge? Okay, dann halt nicht. Wir müssen auf jeden Fall ohne Schwert schlagen, ne? Das war irgendwie so. Ohne anvisieren. Ohne Schwert schlagen, genau. Und dann random irgendwelche Attacken übermachen. Mann! Nerv doch nicht! Okay. Stechen? Ich hasse diesen Gegner. Wisst ihr das? Ohne Bikuron-Schwert ist er so nervig. Aber kann man das nicht? Warte mal, ich kann auch anvisieren. Ich treffe den nicht. Das kann nicht wahr sein. Wie war das denn? Man konnte den doch irgendwie ganz geil machen. Dekonüsse, das vielleicht, ins Feuerinferno. Jawohl. Vielleicht einfach umkreisen? Guck mal, ich umkreise den jetzt einfach. Ist soweit, ich umkreise den. Mann, der killt mich noch. Okay, komm. Dins Feuerinferno. Ja. Ba, ba, ba. Alter, das ist ein Trauerspiel hier. Bleib schön hier. Wie, du machst jetzt irgendwas. Okay, ich hab ihn erwischt. Oh, der hält aus, ey. Okay. Wo willst du denn hin? Gibt's nix. Ja, so nervig. Komm her. Nicht wegrennen. Ist er zu weit weg? Shit, treffe ich den noch? Ja, danke. Alter. Es ist so ein nerviger Boss. Ich habe jetzt aber auch alles versucht. Hammer war auch scheiße, ne? Ohne Anvisieren war scheiße. Mit Anvisieren war scheiße. Und ich krieg... da ist ein Schlüssel drin, oder? Ein Schlüssel für... Ah, das Down Tower. Da bin ich auch noch nicht. Bringt mir so gut wie nix. Okay, Leute. Im nächsten Part schauen wir mal, wie es hier weitergeht und wie weit wir hier noch kommen. Was wir noch erfüllen können im Wassertempel. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.